Herr Bleibtreu, herzlichen Glückwunsch zum Schauspielpreis des Emder Filmfests. Vielen Dank. In der Begründung heißt es unter anderem, das internationale Filmfest Emden-Norderney freut sich, mit Moritz Bleibtreu einen Künstler auszeichnen zu dürfen, der sich über einen langen Zeitraum kontinuierlich mit hervorragenden schauspielerischen Leistungen einen beinahe schon legendären Ruf erarbeitet hat und der sein Publikum begeistert. Wie fühlt man sich, wenn man einen beinahe schon legendären Ruf hat? Das ist ja immer irre, was Leute über einen sagen. Ne? Und es ist, das werde ich höchstwahrscheinlich, glaube ich, auch gleich in der Dankesrede erwähnen. Es ist schon bizarr, weil der Schauspielberuf natürlich eigentlich, also es wird ja immer unheimlich gerne gesagt, ich mache das. Oder auch die beste oder am liebsten gestellteste Frage in der Schauspielschule ist ganz oft, warum wollen Sie Schauspieler werden oder warum willst du Schauspieler werden? Und dann kommt ganz oft, ich möchte auf ins politische Bewegung, ich möchte was verändern, ich möchte dies und ich möchte das. Und ich habe immer ganz einfach gesagt, ich kann dir das gar nicht sagen. Ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Und das ist eigentlich ein kompletter Ego-Trip auf eine Art. Und dafür dann noch ausgezeichnet zu werden und sowas über sich zu hören, ist fast manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Also weil ich mich so beschenkt fühle mit dem, was ich bekommen habe, so, dass das, ja, das ist sehr, sehr schön. Aber manchmal ist es ein bisschen surreal. Ihre Filmografie ist mittlerweile unglaublich lang. Was war denn Ihre Lieblingsrolle, die Sie bisher gespielt haben? Das kann ich gar nicht sagen. So, es gibt Filme, die ich gemacht habe, die zum Beispiel, und ich werde die nicht nennen, weil es dann blöd, ne? Die ich zum Beispiel gar nicht so mag oder gar nicht gut fand, und wo am Ende aber eine Arbeit total toll war oder wo bestimmte Dinge passiert sind, die dein Leben dann persönlich geprägt haben und so. Das ist so ein bisschen wie mit Kindern, glaube ich, ne? Du kannst, klar, der eine ist sicherlich schneller, die andere kann das besser oder sie kann besser rechnen, aber deswegen hast du die nicht mehr lieb oder weniger lieb. Das ist so ein Film, den man macht, für mich ist immer ein Teil meines Lebens und ein Stück Zeit natürlich auch ein gar nicht unerhebliches, weil meistens arbeitest du ja wirklich so gute 2 bis 3 Monate an so einem Film und deshalb kann ich das gar nicht sagen. Was fehlt denn noch? Welche Rolle würden Sie unbedingt einmal spielen wollen? Das gibt's ja im Filmgeschäft so gar nicht wirklich. Ich glaube, da wächst man mit den Aufgaben, die einem präsentiert werden. Es gibt sicherlich noch ganz viel, was ich spielen könnte. Ich bin noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem Manfred Krug mal gesagt hat, ich habe jetzt jedes Gesicht gemacht, es reicht. Ich glaube, da geht noch was. Aber so Traumrollen gibt's ja eigentlich, glaube ich, eh nur am Theater. Da hast du das, ne? Dass du sagst, da kommt eine Figur wie zum Beispiel ein Richard III, da habe ich eh noch 10 Jahre Zeit, bis ich den spielen kann. Es gibt sicherlich jetzt, glaube ich, im Gegensatz leider Gottes im Filmgeschäft immer noch zu meinen weiblichen Kollegen, es ist natürlich so, dass du als Mann ab einem gewissen Alter eigentlich nochmal ein Zubrot bekommst. Da geht nochmal eine völlig neue Tür auf und völlig neue Figuren kommen auf einen zu und darauf freue ich mich. Drehen Sie denn gerade an einem aktuellen Projekt? Ich mache gerade eine Serie für Amazon. Ist ein Comedy-Ding und wird heißen Victor Brinks. Stichwort Filmfest. Wie finden Sie denn eigentlich das Festival, die Stadt und die Region? Sehr, sehr charmant. Alle drei genannten Dinge sehr, sehr charmant. Also so wie die Regierung als auch die Stadt und das Festival, alles. Also es ist wirklich, ich hätte das nicht gedacht. Erstmal dachte ich, ich bin in Holland. Man denkt ja, man ist in Groningen oder so irgendwie, ne? Es wirkt sehr holländisch und dadurch so holländisch pittoresk, so süß irgendwie alles. Total wohl aufgenommen worden hier und ganz toll organisiert natürlich, ne? Also es ist irre, was so eine kleine Stadt mit ein paar Leuten, die sich für Film wirklich begeistern, fähig sind, ja, hier stattfinden zu lassen. Das ist echt was Besonderes. Ne? Welche Bedeutung haben denn diese kleineren Festivals, wie zum Beispiel in Emden, für Sie und für die Branche? Wie soll man sagen? Das ist, da findet die eigentliche, wirklich große Liebe zu Film statt. Ne? Weil du hast, die großen Festivals sind immer vor allem auch Markt. Ne? Da geht es um Geld, da geht es um Marketing-Power, da geht es um, ne, wer hat mehr Geld, um den hotten Film jetzt gerade zu kaufen. Hier ist es wirklich so, dass das kleine Filme Aufmerksamkeit erregen, dann, weil hier einfach wirklich tolle Leute sind, in die richtigen Hände geraten und wirklich Karrieren geboren werden und Filme auch gesehen werden oder die sonst vielleicht nie gesehen worden wären, wenn sie nicht auf Festivals wie hier in Emden gelaufen wären. Also die sind gerade für die Kunstfilmszene und für die Arthouse-Filmszene immens wichtig, diese Festivals. Ähnlich wie die kleinen Programmkinos. Das ist ein guter Vergleich. Also die großen Kinos, klar brauchen wir die Multiplexe, aber wir brauchen eben auch die kleinen Programmkinos, die sind ganz wichtig. Als Rauswurf
Falls Sie einen haben, Ihr Lieblings-Ostfriesenwitz. Boah, ist das, darf man das nicht? Das ist doch mittlerweile sowieso politisch gänzlich unkorrekt. Aber ich habe gar nicht so viele Ostfriesenwitze. Ich kenne einen, aber der ist versaut, den kann ich nicht erzählen. Leider fällt mir keiner ein. Dankeschön.